Liebe Schwestern und Brüder, es ist ein bisschen ein gestreckter Galopp, den wir in der Lesung zurücklegen in zwei Kapitel des Buches Genesis. Abraham verliert seine Frau Sarah, Isaak seine Mutter und gewinnt seine Frau. Wir, die wir gewohnt sind, zumindest ein Diplom in Küchenpsychologie zu haben, wir springen natürlich gleich auf den letzten Satz und bleiben dort hängen. Kann das denn gut gehen? Er tröstete sich mit Rebekka über den Verlust seiner Mutter hinweg. Die Schrift hat Gott sei Dank noch keine Küchenpsychologie gekannt. Der Schrift genügt es vollkommen, dass sie den Menschen kennt. Und wir sollten auch dahin zurückkehren. Es ist viel heilsamer. Denn was wir hier beobachten, diese letzte Bemerkung erschließt uns die Merkwürdigkeiten, die wir im Text heute sehen und lesen, wenn wir sie denn wahrnehmen wollen. Er tröstet sich mit etwas Eigenem. Er tröstet sich mit nichts Fremdem, nicht mit einer Attraktion von außerhalb, sondern er folgt in diesem Trost der Weisung des Abraham. Wir könnten ja sagen, ja, ist das denn nicht merkwürdig? Da wird extra einer hingeschickt in dieses Zweistromland, um von dort von der Verwandtschaft eine Frau für den zu finden. Die sollen doch zum Segen für alle Völker werden. Also los, da fangt mal an mit dem Segen. Frauen her, aus anderen Kulturen. Das ist doch unser Stichwort heute. Wir müssen allen und allem begegnen und müssen versuchen, allem und allen gerecht zu werden. Ich denke, dieser Abschnitt aus dem Buch Genesis behandelt sehr aktuelle Fragen und gibt sehr aktuelle Antworten. Die erste heißt, starke Identität nach innen. Denn nur wer nach innen stark ist, kann nach außen wirken. Und nach außen wirken heißt immer, es gibt keinen Weg zurück. Es gibt keinen Weg, einfach nur innen zu bleiben. Bring nur ja meinen Sohn nicht dorthin zurück, von wo wir ausgezogen sind, auf die Weisung Gottes hin. Dieser Weg ist versperrt. Das heißt für uns als aktuelle Situation, es gibt auch keinen Weg zurück in die sogenannten 50er Jahre, die angeblich so heil waren, kein Weg zurück ins 19. Jahrhundert und kein Weg zurück in die Barockzeit. So schön man das alles finden mag. Wenn man genauer hinschaut, stehen da auch große Fragezeichen auf. Es gibt keinen Weg zurück. Nie. Der Gott, an den wir glauben, führt uns heraus. Er führt uns in ein immer neues Land, bis wir ankommen im Land seiner Ruhe, im Land der Verheißung. Ein Zurück gibt es nicht. Aber wie kann man diesen Weg, der immer hinausführt und weiterführt, wie kann man den bestehen? Man kann ihn bestehen in einer starken Identität nach innen. Eben nicht in der Vermischung, eben nicht darin, dass man alles und alle aufnimmt. Man muss nach innen klar sein, stark sein, sich seiner Identität gewiss sein. Sonst fällt man nicht auf. Man wird nicht wahrgenommen. Man ist halt so wie jeder andere. Wer braucht das? Niemand braucht das. Darin besteht die Auserwählung Israels. Darin besteht der Gehorsam Abrahams, unverwechselbar zu bleiben, ein Herausgeführter zu sein und auf diesem Weg zu bleiben, aber nicht einem Weg, der verwechselbar macht, egalitär, alles und alles synkretistisch in sich aufnehmend. Es gibt Beispiele in der Heiligen Schrift, wo genau das geschieht, bei dem berühmten Salomo etwa, von dem es heißt, dass seine über 500 Frauen ihn zu den Götzen verführten, weil sie aus anderen Kulturen kommen. Er hat sich nicht erinnert an diese Identität nach innen, die Abraham hier dem Knecht mit einem sehr merkwürdigen Eid eindeutig einschärft. Er lässt ihn schwören bei seiner Lebenskraft. Deshalb liegt die Hand unter der Hüfte. Man könnte das auch noch genauer beschreiben, aber wir wollen darauf jetzt verzichten. Er lässt ihn schwören bei seiner Lebenskraft, bei allem, was seine Existenz ausmacht, bei den Lenden, die Isaak hervorgebracht haben, aufgrund der Verheißung Gottes. Dabei schwört er.
stark nach innen zu bleiben. Und stark nach innen heißt auch zuweilen eine scharfe Abgrenzung nach außen. Aber nicht, um innen irgendwie in sich zu ruhen, sondern um die Kraft zu haben, dann nach außen zu wirken und die Wege weiterzugehen. Wir könnten sagen, vielleicht ist unsere Mission heute, unsere kirchliche, deshalb so schwach, weil wir nach innen nichts mehr haben. Wir denken immer, wir finden das, was wir innen suchen, außen. Wir haben es ganz auf den Kopf gestellt. Statt hier diesen Impuls aufzunehmen und Trost darin zu finden, wie Isaak, nicht in einer psychologischen Wendung, sondern nach innen sich stark zu machen, getröstet zu sein, um die Kraft haben, nach außen hin die Botschaft auszurichten, die Abraham in seiner ganzen Existenz deutlich macht, weshalb wir uns noch heute auf ihn berufen und uns mit einigem Stolz Kinder Abrahams nennen.